Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Doro von www.dorostempel.com und ich sitze selten vor der Kamera. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich mich vor die Kamera setze. Deswegen gucke ich immer so, wo ist die Kamera, in diesem Selfie-Modus von meinem Handy, weil diesmal nehme ich das Video mit dem Handy auf. Ich hoffe, dass es auf YouTube trotzdem eine halbwegs gute Qualität haben wird. Das ist sozusagen mein letztes Video in diesem Jahr, vermute ich mal. Sag niemals nie, ne? Es gibt ja auch die Tage zwischen den Tagen, die Rauhnächte, aber ich weiß halt nicht, ob ich da basteln werde oder was ich basteln werde, wenn ich Zeit zum Basteln habe. Ich weiß, dieses Jahr war der Kanal ab dem frühen Sommer sehr ruhig, also sprich, es gab gar keine Sommervideos. Das hatte auch natürlich seinen Grund. Es ist einfach viel zu viel passiert. Und es sind halt Sachen passiert, die mich davon abgehalten haben, kreativ zu sein und zu basteln. Und wenn ich gebastelt habe, dann habe ich tatsächlich eher ein Scrapbooking-Layout gestaltet. Und mir ist halt aufgefallen, Videos zum Scrapbooking-Layout, die sind halt für euch nicht so interessant. Das ist auch ganz normal, weil so ein Scrapbooking-Layout, das macht man ganz individuell für sich und nimmt das Foto und gestaltet es. Man hat andere Ideen mit seinen eigenen Fotos als ich jetzt mit meinen Fotos. Und ich bin jetzt auch nicht die innovativste Scrapperin, dass ich Layouts gestalte, die total innovativ sind. In der Regel bin ich sehr grafisch unterwegs, das weiß ich. Und es sieht sich einiges sehr ähnlich im Aufbau. Das ist so und das finde ich jetzt für mich persönlich nicht schlimm. Ich betitel das einfach als meinen Stil, aber mir ist halt aufgefallen, dass das weniger Videos sind, die euch interessieren. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr werden wird, ob ich regelmäßig Videos drehen werde, ob ich regelmäßig Karten basteln werde. Verpackungen brauche ich ja tatsächlich immer weniger als Karten. Und auch bei den Karten brauche ich nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht so viele wie sonst die Jahre. Das war unter anderem auch ein Grund, warum ich in diesem Jahr nicht so viel gebastelt habe, weil ich einfach keinen Anlass hatte aus privaten Gründen und deswegen nicht so kreativ auch in dem Punkt war. Vielleicht wird es nächstes Jahr anders, das weiß ich wie gesagt noch nicht. Ich kann euch also demzufolge nichts versprechen. Ich kann aber auch nicht sagen, ich höre auf, weil es wird wahrscheinlich irgendein Mittelweg für mich sein. Ob ich weiterhin Stamping Up Demonstratorin bleiben kann, weiß ich jetzt noch nicht. Es kann sein, dass ich bei Stamping Up nicht mehr tätig sein werde als Demonstratorin. Dann muss ich mir die Sachen auch als Kundin bestellen. Mal gucken. Auch das weiß ich noch nicht. Mal schauen, wie sich 2022 entwickelt. Es wird im Endeffekt eine Überraschung. Ein Überraschungspaket. 2022 wird ein Überraschungspaket. Wie auch schon 2021 ein Überraschungspaket war. Wenn auch die Überraschungen, also bei mir jetzt nicht unbedingt alle positiv waren. Das heißt nicht, dass mein gesamtes Jahr schlecht war. Das kann ich auch nicht sagen. Ich habe auch tolle Sachen erlebt und erreicht, wo ich auch stolz für mich persönlich drauf bin, auf anderem Gebiet, also nicht im Bastelbereich. Und da bleibe ich auch dran und hoffe, dass das, was ich da mache, auch tatsächlich gut ist und richtig, also und richtig ankommt bei denen es ankommen soll. Und das macht mir auch wirklich Spaß. Vor dem Hintergrund, ja, ist das etwas Positives. Ich habe aber auch schlechte Sachen erlebt und ja, das ist einfach so in einem Leben. Es gibt Höhen und Tiefen. Die Tiefen haben allerdings tatsächlich so ein bisschen dazu geführt, dass ich nicht wirklich viel gebastelt habe. Ihr seht hier auch tatsächlich den Bastelraum immer noch nicht komplett wieder fertig seit der Flutkatastrophe, weil ich mich nicht wirklich hier drauf konzentriert habe, das wieder so
komplett herzurichten, wie es sein soll. Also die Schränke sind noch nicht komplett wieder so eingeräumt, wie sie eigentlich eingeräumt sein sollten, weil ich meinen Freundinnen erstmal primär geholfen habe, mit ihren Problemen an der Stelle fertig zu werden, was ich auch gut und richtig fand. Ja, das wird sich hoffentlich im Laufe des Jahres wieder hier ändern, immer mal so Stück für Stück. Ich denke, ich werde auch einiges ausmisten, dann diesmal doch. Wer Interesse hat, kann gerne mal immer bei eBay Kleinanzeigen gucken, was ich so verkaufe. Vielleicht stelle ich es auch auf meiner Website ein. Ab und zu mache ich das ja auch, dass ich da den Flohmarkt bestücke. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich tatsächlich zeitlich es schaffe. Ja, in diesem Sinne kann ich euch nur Folgendes noch mit auf den Weg geben in das Jahr 2022. Ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und für 2022 viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr von euch. Ich glaube nicht, dass ich ein Video noch hochladen werde. Sollte das doch der Fall sein, dann ist das halt eine Überraschung in 2021 für euch. Es würde mich sehr freuen, wenn die ein oder andere mir weiterhin treu bleibt, auch wenn es hier jetzt nicht so rege sein wird auf dem Kanal. Trotzdem freue ich mich über jeden positiven Kommentar, über jeden Daumen hoch, über jeden Aufruf meiner Videos. Ich verdiene damit kein Geld. Ich habe die Monetarisierung abgestellt, weil ich persönlich tatsächlich auch sage, dass das nervt nur einfach. Und deswegen ist das hier jetzt ein reiner Spaßkanal. Und dazu werde ich ihn auch nutzen. Ich werde ihn immer nur bestücken, wenn ich Lust dazu habe und ein Projekt habe, wo ich denke, oh, das könnte andere interessieren. In diesem Sinne, genießt die ruhige Zeit, die jetzt für uns alle anbricht. Und eines wünsche ich euch noch, bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss!